Leute, der kleine grüne Goblin hat auf die Setups seiner Zuschauer reagiert. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, hey, YouTube, was seine Zuschauer dafür für PCs haben. Heute schauen wir uns eure Setups an. Ja, ich habe mich auf Twitter und Discord nach euren Setups gefragt. Ihr habt mir davon Bilder geschickt und auf die reagieren wir heute. Wenn euch das Ganze gefällt und noch mehr davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. By the way, Daumen nach oben und Abo ist immer am Start, ne? Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem Video. Das ist das Intro, das ist der Cringe. Was war das denn? Junge, hört sich an, als wäre man einer Katze auf den Schwanz getreten. Ah, der hat dann auf Twitter hier gefragt. Oh, das könnte man eigentlich auch mal machen. Mich würde das auch interessieren. So, wir gucken jetzt mal rein. Ihr hattet leider nicht ganz so viel Zeit. Das ist jetzt vor ungefähr einer Stunde. Und ja, Virus Turbo. Okay. Ja. Süß. Okay, ihr habt direkt zwei Fragen. Einerseits, warum ist nur so eine kleine Rolle? Und das viel Wichtigere. Junge, warum ist da ein Schuh? Was ist denn? Also ich meine, das ist ein solides Setup. Zwei Bildschirme. Ich hatte nie, bevor ich YouTube gemacht habe, zwei Bildschirme. Läuft bei dir, Brudi. Bisschen unaufgeräumt, geht besser. Komm. Aber, ach Digga, ach los. Warum hängen hier eigentlich Schuhe? Warum hängt da ein Schuh an dem Mikro? Lass ihn mal einfach mal so stehen, ne? Oh, Brian. Oha, guck mal, sogar mit Tancam, Alter. Okay, das ist ein gutes Setup. Ja, bei ihm ist wirklich gut. Hier mit der Cam, das ist auch wahrscheinlich über Camlink. Hier oben auch so ein krasses Licht. Keine Ahnung, was das hier oben genau ist. Aber, Alter, das ist sehr, sehr schön aufgeräumt, sehr clean, sehr nice. Schon, das ist sehr aufgeräumt auch, voll clean. Und schönes Wasser, Wolwig. Gute Kamera, dagegen kann man nichts sagen, ne? Das ist ein gutes Setup. Schön clean. Mein kleines, feines Setup. Man guckt. Ja, mich einfach angucken. Ja, das. Sogar von Unge. Ja, süß. Man kann damit bestimmt einiges erreichen. Ja, das ist auch. Ich finde den Schreibtisch nicht ganz so ideal, weil er wirkt eher viereckig. Normalerweise ist so ein Schreibtisch ja mal ein Rechteck, aber auch. Also kann man nichts gegen sagen. Ist ein geiles Ding. Auch eher mit. Stimmt, er hat gar keinen richtigen PC, sondern er hat den Laptop angeschlossen und dann hier drüber den anderen Monitor noch laufen. Aber geil. Also mehr als ich jemals hatte. Also vor YouTube, muss man ja nur mal so sagen. Da sind dann natürlich klar mein Setup. Obwohl mein Setup ist jetzt gar nicht so super professionell. Also wenn ihr wisst, auch wie es hier ein bisschen aussieht, aber kein Problem. Aber es sind jetzt keine extremen Setups. Das ist auf jeden Fall geil. Das ist auch nice. Ich habe, glaube ich, denselben Schwenkarm. Selben Monitorhalterung. Und Schwenkarm habe ich auch denselben, glaube ich. Müsste von Rode sein. Das ist clean. Bei mir unten sieht es genauso aus. Nur wieder ein Kabelchaos, ne? 100 Pro. Was mich ein bisschen triggert, also wahrscheinlich geht es einfach nicht anders, dass hier noch so Platz ist. Weißt du? Es wäre wie geil ist, wenn das so eine Front wäre. Aber solide. Oh. Freeze? Sehr das geil. Das ist ja ziemlich wieder. Ach, oh, die Ducky. Ist eine Ducky-Tastatur, glaube ich, ne? Selbe Maus, fühle ich. Ich glaube, wir haben dieselbe. Bin mir nicht zu 100% sicher. Geil. Könnte Glorious Model O sein. Bitte ignoriere die Schüssel. Warte. Also, jetzt verstehe ich. Guck mal. Vor allem Lenkrad. Nice. Jo, nice. Spielst du damit Fortnite? Das ist ein Bild, wie ich auf Sachen reagiere. Wechsel bald mein Setup. Okay, das ist auch mies, das Setup. Oh, da im Hintergrund sogar Nano-Leafs. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Nice. Das sieht auch echt auch nice clean aus. Ach, hieß nochmal die Nano-Leafs an. Oh ja, das ist geil. 50 das sieht Handy wirklich krass aus. Kann man auch machen. Handyqualität immer gut. Lier, geiles Setup. Bitte? Warte, was ist das da hinten? Ist das der PC? Nee, das sind drei Monitore, ne? Nee, der hat letztlich hier so diese Dämmmatten, die ich auch damals im YouTube-Haus hatte. Und dann hat er hier einfach LEDs längs gelenkt. Also mit so einer passiven Beleuchtung. Was ist das dahinter? Das ist ja riesig. Das ist ein geiles Maus, aber es ist das ist das GLP-Mauspad. Nice. Das ist halt groß. Man, das ist doch Klumpi, oder? Das ist doch Klumpi, Mauspad. Süß. Er weiß Bescheid. Ach, Faye. Ach, komm. Ja, das ist ein nice Setup, Alter. Das ist nice gute, Setup, gute wirklich. Zeit. Sogar Steckdose angeschlossen. Das ist richtig gut. Das feiere ich. Gutes Kabelmanagement. Wirklich. Okay, das. Ja. Das mit der Wand ist halt voll geil. Ich war auch schon öfter am Überlegen, ob ich mein Setup auch mal so in den Raum reinmache, mit der Wand direkt dahinter. Das ist halt cool. Geil. Das sieht echt geil aus, ne? Ist das so eine Holzwand? Ich weiß nicht genau, was das ist. Das Setup sieht schon ist aber echt geil aus. Hier ist mit meinem Vater zusammen und wir werden erst noch einen größeren Tisch holen. Ah, Mini-Paluten! Mini-Paluten, du bist im Fernsehen! Das gibt's ja nicht, Mensch. Guck mal, schau! Ein Bruder von dir!
Ja, Setup ist klein und fein, sogar eine kleine Lampe zum Lernen, ne? Ja, wunderbar, reicht doch. Hauptsache Mini-Paluten ist da am Start. Die werden noch getauscht, aber sonst ist Lid mit dem PC, oh, der ja. Sieht fresh Alter, aus. Mach sieht so ein bisschen lavamäßig aus. Schön, LEDs, das gefällt mir. Das sieht nice aus, das ist ein geiles Setup. Ich ist da auch noch ein kleines iPad und das ist fresh. Stream Deck vor allem auch eingerichtet, gesehen, ne? Nicht wie bei mir steht noch Welcome von Elgato. Nichts eingerichtet. Das, da war, also Bardor, ich weiß nicht Boah. Ganz, ich glaube nicht Ach, das wirklich, dass Bardor? Das dein folgt dir. Warte mal, folgt dir, folge ich. Warte, das ist wirklich dein Setup? Ein Monitor mit deiner Cam auf den Büchern? Ja. Warte, du machst halt so viel in YouTube. Vor allem Duden und alles hier. Ja, läuft doch. Ganz ehrlich, jeder hat doch mal so Mini-Paluten. Stell dich hier wieder hin. Aber ganz, ne, falls du gleich, falls ein Kollege von dir nochmal kommt, sage ich Bescheid. Also, habe ich früher auch gehabt. Also, da hatte man keine Kohle irgendwie für so einen Arm, weil momentan hängt die Cam zum Beispiel auf so einem Rode Mikrofonständer, in Anführungszeichen. Den kann ich halt die ganze Zeit so schwenken, wie ich lecker lustig bin. Aber reicht doch, Mensch, ganz ehrlich, man muss sich hocharbeiten. Bardor, das geht aber besser, oder nicht? Ist auch clean. Es kommen nur noch LEDs hinter die Monitore. Ja, wenn die LEDs hinter dem Monitor noch blau wären, so ein bisschen, das wäre nice. Ja, ich würde wahrscheinlich noch irgendwie gucken, dass ich die Kabel hier loswerde, damit es noch cleaner aussieht. Aber ey, mein Setup, hier sind überall Kabel. Ich habe nichts irgendwie versteckt oder sonst was. Alter, diese blau und rosa pink Akzente, das finde ich voll geil, Alter. Mein Setup ist halt einfach tot. Mein Mauspad tot. Mein Setup tot. Meins ist auch eher so zweckmäßig. Hä? Weil man einfach nicht genug Monitore haben kann. Einfach so ein Surround-Monitor-Ding einfach. Ja, aber das ist super praktisch. So. Hast du über Monitore. An sich ganz geil, aber ich glaube, es könnte auf den Nacken gehen, wenn hier links noch ein Monitor ist. Mit ja, der immer? Ist ein bisschen nervig. Ach, guck mal hier, LEDs sind an, der PC Boah. Auch wunderschön. Das ist das, feier ich. So ein PC. Schön, wenn man jetzt hier noch einen Pommes geholt. Stimmt, das ist so schmeckt eine Pommes-Schale. Das auf so kann man, so kann man. Und dann schön riecht die Maus siffig, Tastatur siffig von den fettigen Pommes. Doch, hat was. Ja, mit einer Akustik. Das finde ich geil. Sieht geil aus. Diese Akustik-Matten-Dinger, wie heißen die? Akustik-Schaum? Akustik-Schaum. Ich weiß nicht genau, wie man das aussieht. Akustik-Schaum nein, was einfach. Das finde ich, gibt so einen geilen Touch immer. Fehlt nur noch für mich ein bisschen LEDs hinter dem Monitor noch. Dann würden sie ein bisschen hochgehen, aber sonst ja, geil. Ich find, ey, ist geiles Setup. Für Nicht-YouTuber-Settings finde ich halt mega. Und dieselbe Maus, wie ich wieder also, habe, ja. Voll viele haben diese Glorious-Tastatur. Maus. Weil viele YouTuber richten ihr Zimmer ja nochmal extra schön her, weil es einfach, damit es ein bisschen cooler ist. Ich meine, Monte hat jetzt ja, ich weiß nicht, wie viel Geld da reingehauen. Revi hatte sich ja auch so einen Keller gebastelt oder so in seinem Büro. Palermo, auch das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Schönste, aber ich finde es trotzdem. Ich habe das hier alles selber gemacht. Wunderbar. Das ist aber clean. Auch mit der Couch hier auch. Für Freunde, wenn man Freunde hat, imagine Freunde haben. Lul. Das wäre auch nice. Aber dann mit Cam. Clean. Clean. Passt auf jeden Fall. Ui. Oh ja. Oh, ist das geil. Schön schräg. Ja. Oh, das ist schön. Xbox One Controller. Schön clean. Das ist wirklich. Sind das Boxen hier oben? Vor allem die AirPods hier hingelegt. Schön. Guck mal, extra schön sauber gemacht, schön sortiert. Er glänzt auch, Redi, ne? Wahrscheinlich doch mit Lineal hier an die Seite hingepackt, Junge, shiny. Damit es schön gerade alles ist. Alpha, Kevin. Eieiei. Die Sortierung von dem Monitor ein bisschen wild gesetzt, aber sonst sieht es geil aus. Vor allem mit den Erinnert mich ein bisschen an meine Positionierung. Ja, meine Positionierung der ganzen Sachen ist sozusagen noch. Der eine ist hier, der andere ist da, der ist aber auch. Der hängt nicht an dem anderen. Dann ist hier oben gerade noch ein Monitor, der gar nicht an ist. Aus welchem Grund eigentlich auch immer? Und dann habe ich hier rechts noch einen Monitor für die Facecam. Also dann sehe ich immer so ein bisschen, wie ob alles mit der Facecam richtig ist, ob alles scharf gestellt ist. Weil hier zum Beispiel diese Cam, weil ich habe zwei Kameras. Einmal die hier. Das ist die, die immer sozusagen live ist. Das andere ist ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall, doch, geht auf jeden Fall durch. Ich feiere allgemein den Hintergrund bei dir. Auch richtig tief, der Schreibtisch, ne? Der ist richtig tief, Alter. Bestimmt so 1,20 Meter. Zwei Stühle, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein nice Setup. Kabel bestimmt auch richtig schön sortiert hinten, oder? Hm? Kabel sortiert oder nicht? Höhenverstellbar? Nee, oder? Das Ding hier ist höhenverstellbar? Ja, nee. Doch, siehst du doch hier, das, doch. Das ist doch zusammen, das kann man doch niemals. Also, das ist so ein Dreierding, ist immer höhenverstellbar. Doch, doch. Nee. Echt? Der Schreibtisch ist höhenverstellbar? Ja, hier Nein. ist doch das Ding, ist doch Was? Das Ding. Von Ikea, okay. Heftig. Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist ja richtig wild dann. Mir tut nur die Playstation da unten leid. Der eine Monitor steht einfach drauf. Sonst ist wild. Oh. Oh. Ach, GAP. Ach ja. 7000 Abonnenten. Feini. Knapp 8000. Feini. 8000 schaffst du noch. An dich. Ja, also es gibt eine Sache, Leute, womit ihr mich immer triggern könnt. Eine Sache. Erstmal, Kabel sind weg.
Finde ich geil, schön clean. Aber wo ist das Mauspad? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es geil ist, mit der Maus über den Schreibtisch so rüber zu gehen. Ein schönes, großes Mauspad hin und dann kriegst du von mir ein alles plus mit Sternchen. Ich habe auch so ein riesen halt Mauspad. Aber schön weiß gehalten alles. Dann noch weiße Monitore oder so. Dann noch LEDs ein bisschen drunter und ein Mauspad. Ja, aber ich finde es trotzdem fresh. Sehr, sehr geil. Das ist auch clean. G-Box gefällt mir. Schön cleanes Setup. Ein paar LEDs noch hinter dem Monitor und dann ist es perfekt. Schön die LEDs. Ich würde wissen, welches Setup fandet ihr am geilsten? Markiert mal die Stelle dann im Video. Lasst es mich auf jeden Fall einfach wissen, weil es würde mich auf jeden Fall interessieren, welches ihr am geilsten findet. Alle. Ich kann mich gerade nicht für eins entscheiden, aber es gab auf jeden Fall ein paar heftige Banger. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann seid ihr nicht. Es gab ein paar heftige Banger. Ah, oh, bestes Schlusswort.